Moin, moin, herzlich und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 28. Spieltag. Englische Woche ist vorbei, die letzten Spiele stehen an. Und es wird einige Überraschungen geben. Zumindest laut meinen Tipps. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel, was stattfinden wird zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen, tippe ich auf ein 2:0 für Bremen. Ja, Überraschung bleibt da aus. Zwar ist Delay jetzt verletzt, ja, ein wichtiger Mann für die Bremer, den Bremer Aufwärtstrend, muss man einmal so sagen. Ich denke mal trotzdem, gegen Frankfurt reicht es trotzdem, weil die Frankfurter zwar gut gespielt haben gegen den ersten FC Köln, aber es hat einfach weiterhin nicht gereicht. Irgendwas ist da, das momentan verhindert, dass die Frankfurter gewinnen bzw. Tore schießen. Und das muss man erstmal rausfinden. Am Trainer wird es sicher nicht liegen, aber vielleicht eine Aufstellung. Das nächste Spiel ist das erste Samstagsspiel. Es findet statt zwischen dem SC Freiburg und dem FSV Mainz 05. Ja, da haben die Freiburger einmal gut gemacht, einmal gut Treffer geschossen und einmal haben sie dann das Spiel gewonnen gegen Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach ideenlos war. Und dann ist die große Frage nach so einem Auswärtsauftritt gegen VfL Wolfsburg, jetzt gegen die Mainzer, die ja ein Spiel gegen Leipzig gezeigt haben, was okay war. Okay heißt für das Präsidium, dass der Trainer noch bleibt, aber nach dieser Niederlage gegen Freiburg wird es auf jeden Fall einen Trainerwechsel geben. Freiburg gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist zwischen den Hamburger SV und der TSG Hoffenheim, mein persönliches Topspiel des Spieltages. Ja, die Frage ist jetzt die, der Hamburger SV verlor jetzt gegen Borussia Dortmund doch klar mit 3:0 und die TSG hat kämpferisch ein 1:0 geholt gegen die Münchner, das muss man auch erstmal so sehen, dass ich glaube, sehr viele von euch das gar nicht so erwartet hätten. Ich, ja, auch nicht ganz. Ich hatte ja darauf unentschieden getippt, aber dass der TSG das gewonnen, dass die TSG das gewinnen kann, ist eine andere Geschichte. So, jetzt gegen den Hamburger SV wird es auch einen Sieg geben, denn das nächste starke Team wird auch besiegt. Hoffenheim gewinnt mit 3:1. Das nächste Spiel ist zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen. Ja. Einige schreiben jetzt in den Medien schon von wegen, oh, Leverkusen ist jetzt wieder zurück in der Spur, aber ja, wer das Spiel gesehen hat, der kann genau dasselbe sagen wie ich. Nein! Also, die Darmstädter weiterhin auf Zweitliganiveau. Es passt da einfach nichts. So, und wenn dann Teams kommen, die halt Erstliganiveaus spielen, klar, dass du dann gewinnst. So, jetzt ist die große Frage gegen Leipzig. Würde es das auch passen? Die Leipziger ja gegen den FSV Mainz 05 gewonnen mit 3:2. Da ist dann die große Frage, wie viel ist dieses 3:2 wert? Ich denke mal einiges, nämlich 1:0 für Leipzig. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Ja, da haben so einige mir noch in die Kommentare geschrieben, ach, Schalke ist auch in einer guten Form, was hast du, warum tippst du gegen sie? Ja, dann verlieren sie 3:0 gegen Bremen. Also, Fußball ist eben manchmal auch unberechenbar, muss man so sagen. Andersrum hatte ich ja erwartet, dass die Bremer so gut spielen werden, aber dass Schalke dann so hoch untergeht, ist eine andere Geschichte. Bei Freiburg haben wir das ja eben gesagt schon, dass die Wölfe da einfach keine Ideen hatten. Bei diesem Spiel wird es ein sehr ausgeglichenes Spiel sein. Beide Teams werden Besserung für ihre Fans hoffen und schaffen einen Punkt, nämlich ein Unentschieden, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Derby. Es ist das Spiel zwischen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Ja, im Hinspiel haben die Kölner noch gerade mal so in der richtigen Zeit, nämlich noch das Tor geschossen zum 2:1. Jetzt im Rückspiel werden die Gladbacher auf jeden Fall noch richtig darauf pochen und sagen, wir wollen auf jeden Fall das Rückrundenspiel gewinnen. Gladbach mit dem 1:0 gegen die Hertha. Ja, na, manchmal kannst du eben auch mit deinem Weltklasse-Schuss auch mal alle überlisten. Beim 1. FC Köln kann man dasselbe sagen. Also manchmal kannst du einem auch alle überlisten. Beide Teams halt unter der Woche mit dem 1:0 Erfolg. Jetzt gewinnt aber das Derby der 1. FC Köln, so wie im Hinspiel, mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Topspiel der DFL, wahrscheinlich das Topspiel von vielen, von mir nicht, ist zwischen dem FC Bayern München und dem
Borussia Dortmund. Ja, die beiden großen Clubs der deutschen Mannschaften, beide Teams ja noch in der Champions League vorhanden. Dann ist die große Frage jetzt, wer könnte dieses Spiel gewinnen? Dadurch, dass die Münchner momentan Ulreich im Tor haben. Ja, das hat man jetzt gegen Hoffenheim gesehen. Wahrscheinlich, wenn Manuel Neuer im Tor gestanden hätte, wäre es 0-0 ausgegangen. Aber der Ulreich ist eben nicht Manuel Neuer. Und von daher ist es natürlich die Frage, wie viel kann die Abwehr aushalten? Wie viel Aubameyang können sie aushalten? Ich denke mal, nicht so viel. Dortmund gewinnt das große Duell mit 2-1. Das eine Tor wird Lewandowski schießen, nur mal so. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es findet statt zwischen Werder und Augsburg. Ja, also was Augsburg auch momentan spielt, haben wir ja eben auch schon. Also die tendieren auch langsam in Richtung Liga 2. Die liegen 0-3 hinten gegen Ingolstadt. Da ist also gar nichts war da, überhaupt nichts. Also das Team, das spielt echt, also momentan richtig schlechten Fußball. Trainerwechsel, ganz klar. Also nach diesem Spiel auf jeden Fall, die Hertha gewinnt mühelos mit 1-0. Ja, die können natürlich bestimmt auch noch höher gewinnen, aber dadurch, dass in diesem Duell oftmals sehr wenig Tore fallen, denke ich mal, wird es auch wieder heute so sein. Oder dann dem Sonntag. Das nächste und letzte Spiel ist das Spiel zwischen Ingolstadt und Darmstadt 98. Beide Teams noch auf einem Abstiegsrang. Während der FCI versucht, immer weiter nach oben wieder zu klettern, durch die Erfolge in der letzten Zeit, geht es für Darmstadt eher jetzt mittlerweile darum, ja, Planung der Liga 2 zu machen. Es ist jetzt der 28. Spieltag und es sind ja noch einige Punkte zu holen. Ja, aber es ist relativ unrealistisch, dass die den Klassenerhalt noch schaffen. Vielleicht über die Relegation, aber unwahrscheinlich. Ich denke mal, dass bei diesem Spiel Ingolstadt wieder das zeigt, was sie gegen Augsburg gezeigt haben. Aber dieses Mal konsequent durchziehen. 2-1. Wer dann Mitte der zweiten Halbzeit aufhört, ordentlich Fußball zu spielen, ja, der kassiert dann eben noch zwei Dinger. In der Hinsicht kassieren sie noch eins und Darmstadt kann wieder Tore schießen. Dann waren das meine Tipps für diesen 28. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps in der Tipprunde abgeben und wir sehen uns dann hoffentlich am Montag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet rein, wenn nicht, bis dahin, macht's gut.